verstörenden Jungs. Hallo, wir sind's, die Lochis. Nee, ernsthaft, die alten Retro-Freaks hier. Jawohl. Vorbel, Fabian. Ja, moin. Dennis, hier, hi. Es geht. Wir haben euch was ganz Geiles mitgebracht. Godzilla. Fucking Godzilla. Oh ja, Oldschool-Prügel-Action auf dem Super Famicom. Definitiv. Auch als Super Nintendo bekannt wahrscheinlich. Ja, den meisten auf jeden Fall. Sollte das Super Nintendo etwas sagen. Ihr hört schon, Godzilla schreit, es ist ein Prügelspiel, 2D Beat'em Up. Ja, mit Godzilla-Hintergrund, ihr seht hier schon, man kann die Charaktere nehmen. Wer hat damals nicht Godzilla geguckt? Mothra! Guten 90er! Oh yeah, nimmst du Mothra direkt? Natürlich, ich nehme Mothra. Okay, warte. Nicht zu verwechseln mit Omot. Aber ja, beides. Nämlich hier, ist das Gigan? Gigan? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Hätten wir jetzt den Profi hier? Ja, Paddy, Patrick, wenn du das hörst, du kannst gerne in die Kommentare schreiben, wie die Jungs alle heißen. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal was da, ob wir uns hier gut anstellen, mit Namen raten, weil Lesen ist gerade etwas schwierig. Oh ja, ihr seht, das Spiel ist in Japanisch gehalten. Mondlandschaftsschrift. Oh ja. Naja, auf jeden Fall ein klassisches Beat'em'up, tippe ich nur, die Charaktere sind halt etwas variabel und ich kann da fliegen. Da hebt es ab. Oho, ich kann flattern, also. Okay, ich habe Laser. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wie hier so die Mechanik ist, aber. Ich habe nur mal eben ganz kurz so in die Dinger reingeschaut und ich werde hier gefickt. What the fuck? Was auch immer ich gerade mache, es scheint recht erfolgreich zu sein. X ist leichter Schlag oder man hat auch irgendwie diese. Ja, diese blaue Leiste, die irgendwie wohl, ich weiß nicht, ist das die Kraft, die man gerade, also die Power des Schlags? Ich hab keine Ahnung, aber ich will hier, yeah, Kick. Ich hätte gerne halt mal so einen Spezialmove. Okay, das ist ein Dash. Oh. Aber kann man damit irgendwas machen? Goddammit. Okay, ich hab irgendwie nur diesen. Ja, ich hab auch irgendwie nur diesen. Ich hab nur diesen Griff und diesen Flutter-Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich aus dem Flugmodus wieder wechseln kann. Nein, es geht nicht ums Smartphone. Versuch mal Street Fighter-like halt irgendwie. Ja, danke, das war eine gute Idee. Du Wichser! Guter Hinweis mit der Halbkreisbewegung wieder Street Fighter. Kann man was machen? Wie kann diese Motte nur gewinnen, ey? Und hier M. Bison-mäßige Grätsche. Wer Street Fighter kennt, M. Bison, Mischka, du weißt Bescheid. Ich bin ein kleiner Wichser. Okay, egal. Kann ich das Haus im Hintergrund irgendwie zerstören oder ich so? Ich weiß nicht. Man sieht aber, was witzig ist, es gibt auch Punkte und der Sieg wird mit einer Godzilla-Tatze oben rechts angezeigt. Du hast so viele Punkte. Warum hab ich keine Punkte? Weil ich die coolen Moves gemacht habe und auch noch gewonnen dazu. Okay, dann will ich jetzt meinen Sieg. Wo ist meine Kreissäge? Ich weiß, Gigan hat eine Kreissäge am Bauch. Und ich. Das. Ist das ein Griff? Was war? Ich weiß auch nicht. Entweder war es ein Bug oder ein Griff oder. Das ist ein Griff mit B. Ah, mit so, B greift man also. Nein. Warum macht der denn nichts? Ja, wahrscheinlich musst du dazu dann noch irgendwie. Ich mach. Stimmt, dann ist das hier auch der Griff und ich kann dazu noch irgendwas machen. Jetzt greife ich dich mal. Nein, machst du nicht. Doch, jetzt greife ich dich mal. Nein. Jetzt greife ich dich mal und. Jetzt. Warum? Jetzt greife ich dich mal. Mann, ey, ich will gerne noch was machen. Also ihr seht, wir sind noch nicht ganz vertraut mit der Spielmechanik. Yeah, das sieht interessant. Special. Und da ist die Kreissäge. Fertig. Yeah. Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja, ich weiß noch nicht, ob man die R-Tasten benutzen kann oder so. Die R-Tasten habe ich bisher noch nicht probiert. Okay. Ich versuche mich auf 4 Buttons gerade zu beschränken. Ja, ist bei mir ähnlich. Okay, das also, heißt Runde 3. Wir wollen es ja auch spannend halten hier. Ja, ich merke das schon. Fuck. Fuck, dieses kleine Vieh, was so absolut freundlich aussieht, ne, ist so nervig, wie so ein, wie das, was es ist. Wie so ein Insekt. Ja, genau, wie so ein Insekt. Also es gibt auch nette Insekten, wir denken zum Beispiel an Marine oder Mai. Oh, ich habe einen Sandwirbel gemacht. Ein Sandwirbel? Seine Genauigkeit ist dahin. Die heißen sich mit Droge werden. Oh ja. Würdest du jetzt aufhören? Es tut mir leid, aber ich hol gleich den Mottenvernichter, Mottenkugeln oder sonst irgendwas. Ja, hol doch den Kammerjäger. Es wird nicht reichen. Oh Mann! Und da fliegt er drüber hinweg. Nichts da, ich lass mich hier aber auch in die Ecke. Ich will nicht Sand wirbeln. Oh. Und da mit einem Flügelschlag hier. Aber hey, ich hab die meisten Punkte. Das stimmt, wahrscheinlich wegen der Spezialattacke eben. Wie auch immer die jetzt gelungen ist, aber dafür habe ich die 2 Tatzen. Mir doch egal. Ich bin Sieger. Oh, Sieger der Schmerzen. Punkten, Alter. Du hast mehr Punkte. Ärgerlich. Ja, der finale Stoß bringt wahrscheinlich nochmal extra Gold. Wahrscheinlich.
Okay, okay, schauen wir mal. Ey, der sieht aber auch einfach am geilsten aus, nämlich dieser Laserbrille. Ghidorah. Was ist das denn hier? Sorry, dass ich mich jetzt als absoluter Nicht-Kenner-Auto, aber wer ist das bitte? Ich nehme es. Ich kenne gerade auch nicht alle. Wo ist denn... Der ist geil da. Wie heißt du? Biolante? Biolante. Alright. Genera. Genera. Nein, falsches Game. Ja, okay, kommt auch noch irgendwann. Kommt auch noch irgendwann. Ich mag die Schrift, das ist geil. Ja, das stimmt. Ja, ich finde auch das Spiel an sich sieht ganz nett aus. Ja, oder? Auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht von wann es ist. Oh, Alter, zieh dir Biolante rein. Alter, die halbe Karte ist voll mit ihm. Hä, ja, ich habe Projektile. Go, ich bin auch wieder so ein insektenähnliches Ding. Ich habe schon wieder so eine Schabo. Schabo-Babo. Schabos wissen, wer die Schabe ist. Aber ich kann nicht springen. Biolante ist nicht. Ja. Ah, da habe ich aber irgendwie so eine Schussaktion gemacht. Sprung, Schuss. Ach, komm schon. Ja, Alter, das zieht aber. Ja, das zieht. Oh, oh yeah. Und der spuckt Feuer und ich war benebelt oder so. Dabei war es Feuer und kein Nebel. Das macht keinen Sinn. Wie kriege ich den Schuss schon gerade nochmal hin? Das interessiert mich. Gegriffen, aber ich dachte, ich wäre KO. Ungelöst, ist also, ja. Also nicht ungelöst. Es wird nicht aufgelöst, was umgesetzt wird. Oh, was war das? Oh, was war das? Ein Griff. Ja. Nein, guck mal. Cheap. Hast du aber auch gesehen, wie der Schuss abgeschnitten wurde von der Grafik her? Nee. Da wurde so ein eckiger Schick, weil ich auch mal eine Attacke gemacht habe. Irgendwie wurde die Kugel auf einmal so gerade runter abgeschnitten. Also, Sie hören das Ausreden. Nein, ich meine nicht, dass ich da gestorben bin, aber von der Grafik her, dass so die Animation einfach gerade abgeschnitten wurde, weil meine Animation auf der anderen Seite war quasi. Nee, hab ich echt nicht gesehen, ey. Das sah irgendwie stumpf aus. Vielleicht sind auch meine Augen nicht mehr die besten, aber... Ja, das scheint so. Ich tippe auf Ersteres. Okay, warum? Ich will diesen Griff umsetzen. Weiß auch nicht, man kann... Ey, man kann greifen... Ja, na. Ist das? Wenn man die Knöpfe gedrückt hält. Ah, ja, interessant. Stimmt, denn ich sehe auch, ich habe hier gerade so eine... Irgendwann leuchtet Alter, man nämlich. Ja, so Rage und so. Alter, das haut aber rein, Edward mit den Scherenhänden. Shit. Okay. Sehr geil, ihr schärft doch mal seinen Bohrer. Jetzt würde sich die Hände abklopfen. Ach so, viel Leben, ja, kriegt man halt auch Punkte, ne? Wenn man mehr, je mehr Leben man hat, desto mehr Punkte kriegt man am Ende noch. Der hat hier schon wieder mega viel. Ich will springen, das ist unfair. Warum? Ja. Oh, das Haus, siehst du, da hinten, das geht kaputt. Geil. Das geht kaputt, wir haben hier... Geil, Mann. Ach, doch was, gottverdammte, unfähige Pflanze. Wurde zu wenig gegossen oder was? Eben, womöglich, womöglich. Sie ist schon in der Dürrezeit. Oh nein, komm. Sorry. Na, das muss ja nicht sein. Ja, ist kein Problem. Zweimal der gleiche Move muss man nicht sagen. Damit kann ich leben. Fuck. Aber damit nicht. Er trifft mich. Yeah. Oh, okay, okay. Biolante. Oh, schade. Ich dachte, du würdest das Haus wenigstens noch irgendwie kaputt machen. Nein, leider nicht. Es ist nur angebröckelt. Gute chinesische Baukunst. Da brauchst du schon zwei Erdbeeren der Stufe 1, damit es zusammenfällt. Direkt nacheinander natürlich. Ich frage mich, ob New York dabei ist. Ich glaube weniger. Oh, das wäre schön. Vielleicht auch mit Zilla. Konnte man die Stages eigentlich auswählen oder ist das halt immer charakterbedingt? Ja, aber weiß ich gar nicht. Ich habe noch nichts ausgewählt dafür. Ich nehme jetzt Ghidorah, Alter. King Ghidorah. Oh, Mechagodzilla sagst du? Ja, irgendwie schon. Und warte mal. Setup. Ah, ja. Interessant. Stage ja, Time könnte man auch mal aufmachen, oder? Ah, nee. Ja. Wir lassen schon. Okay, in dem Spiel können wir das mal. Ja, okay. Die Kämpfe dauern ja eh nicht so lange. Ja, whatever. Aber die Stage, hast du die Stage mal ausgewählt? Ja, die habe ich ausgewählt. Okay. Alright. Ja, aber ganz interessant eigentlich. Ich meine, die Spielmechanik ist für mich immer noch so ein bisschen holprig. Ja, irgendwie. Es fühlt sich wirklich an, wie die Monster sind. Riesengroß und unbehäbig. Ja, und ich weiß halt auch nicht genau, wie man die Tricks außer länger gedrückt hat. Aber es kann ja nicht sein, dass die Haupttricks einfach darin bestehen, die Taste länger gedrückt zu halten. Weil das und Blocken? Hast du irgendwas von Blocken mal? Ja, klar. Street Fighter-Style nach hinten. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich das richtig interpretiert. Du kleiner Wichser. Oh, mein Schwanz brennt. Eieiei. Da steht er im Tonwege mit seinem brennenden Gemächt. Ey, wie geil das aussieht. Du Sack. Zack. Du hast die coolen Charaktere. Warum hab ich nicht die coolen Charaktere? Ich habe einfach ein Auge dafür. Warte. I'm on fire. Lass mich durch. Oh, ich bin geflogen, Mann. Lass mich durch, ich bin Arzt. Der Schlag ist so geil. Der Hand kann einen Power-Knackschlag. Alter, aber ist voll geil. Ja. Als wenn man so ein Motorrad zündet. Neon. Boost. Boost active. Okay, fuck. Oh, und dann mit dem Fußtritt ist das schön. War das blutig? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts Blutiges gesehen, Leute. Mechagodzilla win.
Guck mal, ja, da den steht den Namen wenigstens übersetzt. Haben wir immer drauf geachtet, dass die Namen stehen? Egal. Stimmt. Egal. Eigentlich nicht, irgendwie nicht. Vielleicht ist auch nur der übersetzt, weil es gibt das Wort nicht in Japan. Ja doch, wenn, dann wird es mit Kanjis übertragen. So. Okay, ja gut. Die kann ich leider nicht alle. Ja, ich auch nicht. Ich bin dabei, sie zu lernen. Aber wirklich? Ja, ernsthaft, ich habe angefangen. Ja, damit man die ganzen Spielmenüs mal bedienen kann, oder? Ja, Menüs sind schon mal in welches Spiel war es letztes Mal noch, wo wir so ewig gebraucht haben, um rauszufinden, wo man, wie man spielt, um zu merken, dass das Spiel jetzt scheiße ist, und haben es wieder ausgemacht für den Dreamcast, dieses eine, oder? Ich weiß es gerade nicht. War das nicht dieses eine Spiel für den Dreamcast, dieses, hier, dieses Snowboard-Spiel da? Snowsurfer, aber das war nicht, Red Racer? Nee. Doch, stimmt. Red Racing? Red Dot Racing, oder wie heißt das? Irgendwie so. Keine Ahnung, ist von Bizarre Creation. Und dieses komische Rennspiel, stimmt, das war dieses Motorradrennspiel, ne? Ja, genau. Ja, das echt nicht so geil war, wie man. Ja, es ging. Also, ich meine, die Strecken hat eher, die haben eher an Dings erinnert. Und immer der Klassikstart bei Ihnen jetzt mit diesem lächerlichen Schuss. Also. Ja, sorry, mein Charakter ist darauf ausgelegt. Ja, ja. Meine. Aber ich liebe auch diese Animation hier. Ja, dann gibt's hier den Handkantschlag. Ah, da war der Flug wieder. Ich würde gerne mal gucken, ob ich dir damit dann auch Schaden mache. Komm schon, King Ghidorah, Alter, du bist King. Lass dich hier jetzt nicht von so einem Plagiat aus China fertig machen. Fuck off. Mechagodzilla for the win. Ich gehe auf Handkante, Risiko. Nein! Und dann der Kopf. Risiko. Ja, er hat drei davon übrigens. Ja, das ist ja das Unfaire. Zwei hatte ich im Griff. Sie sind alle übersetzt. King Ghidorah wins. Ah, okay. Ja, zwei von den Köpfen hatte ich im Griff. Der dritte hat mir dann Chaos gemacht. Tja, wenn es zu viel auf einmal ist. Ja, hier mit Köpfchen. Ist mit Köpfchen geworden. Also, ich wollte es eigentlich in dreckigen Joke umwandeln mit drei. Aber ist auch egal. Die drei von der Tankstelle. Drei Chinesen mit dem Doppelkopf. Der war, glaube ich, aus dem zweiten Godzilla-Film. Ich weiß es gar nicht. Glaube ich. Okay, zumindest. Und der sieht aus wie ein Hund. Ehrlich gesagt. Ja. Der Kopf, sie erinnert mich irgendwie an so ein. Ja, der läuft doch auf vier Beinen. So ein Münsterländer. So eine Art Stegosaurus. Ich weiß gerade halt wirklich nicht. Na, diese, wie heißt die, Beagle oder wie heißt die mit diesen Megel? Heißt die nicht so mit diesen riesen Langohren, die auf dem Boden rumschleifen? Ach, wir haben die Stage schon hier nicht geändert, ärgerlich. Ah, egal, das Bergpanorama ist doch wunderbar. Nice. Oh, und auch er kann hier Powerboost, aber es macht keinen wirklichen Schaden. Wie? Okay. Wie war das noch? Hätten ja. Smells like Teen Spirit. Smells like. Boah, fuck. Ah, da wird das Bein ausgedrückt. Meinen Schwanz. Das klingt so falsch. Das genau klingt so das falsch, dass ich dich verprügeln muss. Auch. Dafür gibt's den. Fußtritt! Fuck! Fußtritt! Ja! Bei Fuß meint er, ey. In die Ecke. Eine Armlänge Abstand hat nicht gereicht. Sind wir schon wieder so weit? Also wirklich, ja, das war. Bisschen Political Bashing muss hier auch sein. Also. Muss sein, ehrlich. Deswegen, Godzilla, gib Schwanz. Ey, der kann ja fast schon so ein bisschen. Der ist richtig gut, den mag ich. Das ist ja wohl der Eddie in diesem Spiel hier. Auf jeden. Und da wir die letzte Folge gesehen haben, der Maxi von Godzilla. Guck mal, wie er rennt. Süß. Ey, das kann doch nicht sein. Süß. Übrigens ist mir aufgefallen beim Gucken der letzten Folge, ich habe sie eine Runde bei Soul Calibur, habe ich die eine Runde Perfect abgezogen mit dem Ringout. Wurde nicht angezeigt, weil es ein Ringout war. Ach, voll nicht. Doch, guck nochmal nach mit Astros. Okay. Ah, jetzt sterbe ich, weil ich das unbedingt erzählen wollte. Ja, ärgerlich. Angerus, yeah. Angerus, der bekannte Angerus. Ja. Ihr kennt ihn alle. Ja. Bekannt aus Filmen wie Angerus und Godzilla vs. Angerus. Ich weiß nicht, ob Angerus ein eigenes Filmfeature hatte. Auf jeden Fall, die Figur davon kenne ich sogar, muss ich sagen. Ja, Gamera hatte auf jeden Fall eins. Gamera! Ja, nicht alles muss auf Chanera sein. Oh, die. Jawohl! Missiles, natürlich! Aber du bist die Oldschool-Version von Mechagodzilla, ne? Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich. Hedro-Godzilla. Ja, der hat nämlich nicht den brennenden Schwanz. Nee, der brennt überall, ich weiß nicht, der ist noch nicht ganz so ausgereift. Wahrscheinlich ist der noch mit 8-Bit-Technik. Gib alles. Fuck, ey, hör mal auf! Entschuldige. Ist am Boden! Ja, wer am Boden ist, wird getreten. In Prügelspielen natürlich. Fuck! Ey, kann es sein, dass ich bisher. Hab ich die ganze Zeit verloren? Du hast einen Sieg hattest du, glaube ich. Mit Biolante, ne? Ja, mit Biolante hast du mir doch einmal mit dem dritten Kopf das Rückgrat. Gezwickt. Okay, ich würde sagen, einen machen wir einen noch. Einen machen wir noch, ja. Dann kann Dennis sein Ego noch so ein bisschen beruhigen. Aber ja, nee, ich hatte noch nicht. Godzilla. Ich hatte noch nicht alle, aber ja, wer ist er denn? Ja, komm, dann machen wir am Ende einfach mal Godzilla gegen Godzilla, einfach der Classic-Fighter. Ja, alles klar. Kann ich mal das Kostüm nehmen?
Ah, das wäre schön. Leute. Das wäre schön. Anderes Kostüm hätte ich auch Bock drauf, ja. Aber. Okay. Ja, nimm die, die ist cool. Ja. Und die habe ich auch. Werde ich in so eine. Ja, ja. Okay. Okay. Anderes Kostüm geht, glaube ich, nicht. Aber. Wer ja. weiß, wer weiß. Okay, Gojira gegen Gojira. Also, ihr seht hier, feinste Prügel-Action. Wahrscheinlich geht die Steuerung noch ein bisschen mehr in die Tiefe, dass man noch so. Ja, du kannst irgendwie dashen und irgendwie anders dashen. Ja. Hey, guck mal, du bist immer in der Grüne. Nice. Ja, das ist doch schön hier mit vollem Kopf voraus. Man kann wahrscheinlich noch so ein bisschen. Aber was mir auch mal auffällt, man hat doch da oben diese blaue Leiste. Ich weiß noch gar nicht, was die genau macht. Man kann die irgendwie aufladen oder so. Das vielleicht. Oder das ist für Punkte. Das kann sein. Eins von beiden. Oder man kann damit halt echt irgendwelche Spezialattacken irgendwie laden und kann dann noch so einen Spezialschlag machen. Wie Clayfighter für mich. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Fuck you, ey. Ja, das liegt daran, wenn die Spieler nicht die krasseste ausgefeilte Spielmechanik haben, spielen wir das ein bisschen in die Hand, weil sie meistens die krassen Tricks. Ich versuche immer jeden Special Move irgendwie mit den. Ich habe gerade auch versucht auszuprobieren und irgendwie hat der. Halbkreis, Shinisho, Hadoken und Touch Machine Book in Uppercut. In Digital Birge. Alles dabei. Oh, hast du das gesehen? Ich habe mich so komisch aufgeladen, das wäre so ein Elektroschock-mäßig wie bei Street Fighter. Ja, oh Blut! Oh! Yeah, gib es mir! Da knabbert er an meinem Hals. Knabbert an meinem Häuschen. Fuck! Ja, das meine ich da, diesen Elektroschocker halt direkt in deinen Körper. Nein, ich will doch einfach nur. Oh, ja, da wird er fuchsig. Nein, ich will doch wenigstens. Oh, wer am Boden liegt, kriegt was ins Gesicht? Ich will es gar nicht aussprechen. Oh Mann, Zack. Ey! Ich krieg es nicht hin. Wunderbar. Und wir sehen drei Godzillas auf einem Haufen. Sehr geil. Ja, Leute, das ist Godzilla. Fuck, der Titel ist mir entfallen. Aber ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Mutsu irgendwas? Also, wer Godzilla-Fan ist und die Serie geliebt hat, die Filme geliebt hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Definitiv. Deswegen, in dem Sinne, Gojira und wir beenden das Ganze mit so einem typischen Schrei. Chill mit Power. Whatever. Hauen Sie. Wiedersehen. Pissen. Tschüssi, Betrüger.